Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von HRS unterwegs mit Laura Cordes hier in Barcelona. Während Laura also gerade ihren Termin mit dem Investor hat, mache ich das, was man in Barcelona auf alle Fälle tun sollte. Ich gucke mir so viel an, wie nur irgend möglich. Und da darf natürlich die Sagrada Familia auch nicht fehlen. Erbaut 1882 von Gaudi, soll sie nun 2026 fertig sein. Und falls ihr euch jetzt das fragt, was ich mich gefragt habe, warum dauert das so lange? Die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Sie wird durch Spenden finanziert und das kann selbst in Spanien mal ein bisschen länger dauern. Ich befinde mich jetzt im Parc Güell und zwar relativ weit oben. Das heißt, ich kann in den unteren Teil des Parc Güells wunderbar reingucken. Der kostet allerdings Eintritt. Kein Wunder, es gibt wunderbare Skulpturen dort zu besichtigen. Aber hier oben lohnt sich die Aussicht noch viel, viel mehr, denn ich habe nicht nur den eben angesprochenen Blick auf die Skulpturen unten, sondern vor allem auch einen weiten Ausblick über die ganze Stadt. Und vielleicht könnt ihr es auch hören, Papageien fliegen hier jede Menge rum. Also nichts wie her, es lohnt sich wirklich. Wenn man in Barcelona ist und sich für Kunst interessiert, dann führen eigentlich alle Wege nach Gracia. Denn das ist ein echtes Künstlerviertel, das kann man daran gut erkennen, dass fast jede Hauswand bemalt ist. Aber das Schöne ist, es ist nicht so, wie man es vielleicht aus Deutschland kennt, dass die Graffitis hier bemalt werden, sondern sie bleiben einfach so stehen. Und ich bleibe jetzt auch hier einfach stehen oder mache es wie der Kollege da drüben. Ich hänge einfach ein bisschen ab. Hier in Barcelona ist dieser Strand auf alle Fälle nicht wegzudenken. Eine echte Oase, wenn man mal ganz kurz dem Großstadtdschungel entfliehen will. Und genau das möchte ich jetzt, genau das mache ich jetzt. Und wer will, der kommt jetzt einfach mit. Na, wie ist gelaufen? Gut. Hast du den Job? Gut. Ach nein, darum ging es ja gar nicht. Es geht ums Geld. Ja. So schnell geht das nicht. Man spricht dann schon noch mehrere Male, aber ich glaube, Interesse ist da. Und jetzt gucken die sich das weiter an und dann unterhalten wir uns gegebenenfalls weiter. Du hast gesagt, wir treffen uns wieder an einem besonderen Ort. Ich dachte ja irgendwie an ein Denkmal oder eine Kirche oder sowas. Es ist aber tatsächlich K2. Genau, toll. Genau. Ich dachte mir, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen was gesehen am Nachmittag. Und die typischen Sightseeing-Spots sind natürlich auch schön, aber für Barcelona typisch ist auch sowas, die Boutiquen mit auch lokalen Designern. Und ich dachte, das ist auch mal schön, sowas zu sehen. Auf alle Fälle, ich kann es kaum erwarten. Wollen wir reingehen? Gerne, ja. Ich bin sehr gespannt, was mich da drin erwartet. Inspiration ist natürlich wichtig. Wir müssen immer gucken, was ist gerade so Trend, was gibt es. Auch teilweise, was sind neue Marken im Markt. Da kommen immer wieder neue auf, die sehr spannend sind. Mhm. Aber Qualität ist natürlich auch wichtig. Also, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, was ist das Material, wie fällt das. Das ist auch immer ganz gut, so ein bisschen eine Erfahrung sozusagen zu sammeln. Glaubst du, dass der Dresscode für immer ist oder wird er irgendwann mal aussterben? Also es gibt ja nicht jetzt den einen Dresscode und da gibt es natürlich irgendwie Variationen und ich glaube, dass der insgesamt Richtung Casual geht. Also wir haben immer weniger Anzüge, also dieses ganz klassische Business-Outfit, das weicht sich auf. Aber es wird, glaube ich, immer irgendwie was geben, was angemessener ist oder was üblich ist. Also häufig sind Dresscodes ja auch nicht explizit irgendwo aufgeschrieben oder kommuniziert, sondern implizit. Wir wissen einfach, dass man bei einer Hochzeit das trägt, im Office das, am Strand das. Und ich glaube, das wird es immer geben. Was für ein Tag! Barcelona ist nicht nur unglaublich schön, es ist auch unglaublich groß. Dementsprechend gibt es sehr, sehr, sehr viel zu sehen. Und Laura hat mir ganz viel gesagt, was ich mir angucken muss. Und das habe ich auch getan, zumindest die Hälfte. Und das war schon viel. Und nun sind wir ganz klassisch natürlich in einer Tapas-Bar. Das muss ein Touri wie ich natürlich rausfinden. Und falls euch jetzt Spanisch vorkommen sollte, wie wir diese Tapas essen, bitte nehmt das nicht persönlich, dass wir gleich wie kleine Schweinchen essen. So isst man sie, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, zumindest das ist kritisch. Ja. Das könnte auseinanderfallen. Ja. Ja.
Was können sich denn die Deutschen von den Spaniern abgucken und umgekehrt, also sowohl gesellschaftlich als auch geschäftlich? Also gibt's da klaffende Unterschiede? Klaffende Unterschiede wahrscheinlich nicht, aber was ich zum Beispiel mitgenommen habe, ist, glaube ich, so eine gewisse Gelassenheit an mancher Stelle. Und ich glaube, in Deutschland sind die Menschen schon schneller gestresst mal als hier oder manchmal auch ein bisschen negativer. Es ist natürlich jetzt sehr pauschal ausgedrückt, aber so von der Tendenz fand ich hier eher so eine Gelassenheit, die glaube ich ganz gut tut. Ja, gerade wenn man viel arbeitet und manches nicht immer so läuft und so, dass man einfach ein bisschen... Wenn du jetzt einen Zukunftswunsch frei hättest, wie würde der aussehen? Ein Zukunftswunsch. Wo wir gerade bei dem Investorenthema sind, bin ich jetzt natürlich sehr auf Galerie fokussiert. Da würde ich sagen, dass sich das so weiterentwickelt, wie es jetzt aussieht und wächst und gedeiht und wir noch viele Frauen rund um die Welt erreichen, also auch wirklich internationalisieren. Das würde ich mir wünschen, ja. Großartiger Tag. Ganz, ganz viel Neues erlebt. Nicht nur, dass ich dich kennengelernt habe und ein Geschäftsmodell, was absolut zeitgemäß und hochinteressant ist. Ich habe Barcelona auf eine ganz großartige Art und Weise kennengelernt, nicht zuletzt durch deine Tipps. Und ich habe Tapas gegessen, die ich so schnell nicht vergessen werde. Und da ich ja der totale Bierfan bin, werde ich jetzt darauf mit dir anstoßen und auch das Bier ist lecker. Also Barcelona, mehr als eine Geschäftsreise wert. Vielen Dank, liebe Laura. Danke dir, Sebastian. Und ich würde sagen, darauf trinken wir jetzt mal. Salut. Salut.